Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Mein Co-Kommentator ist immer noch da. Und nein. Doch. Ich gehe jetzt. Nein. Wir stehen jetzt vor Bruno und was habe ich gegen Kampf? Ja, also, nein, ja, also, aber ja, nein, aber ja, fangen wir mit Diktri an. Diktri? Ja. Okay. Jetzt. Let's get ready to rumble! Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Jesse, wir werden mich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Beispiel! Jo, die werden sich verrückter und verrückter. Ich sitze auf dem Boden. Ich gehe mit dem Pokémon. Ein Onix. Ist Gestein. Genau. Und Boden. Hätte ich da nicht Eis draußen haben müssen? Nee, nimm mal lieber ein Erdbeben. Das bringt's genauso. Puh. Ja, Intensität ist lustig. Whee. Intensität 10 und Volltreffer. Let's get ready. Hatte ich nämlich bei Knogger. Let's get ready to Erdbeben. Sollte nicht ganz so. Nee, war klar. Ja, passt geil. Intensität. Ich mache jetzt Intensität, weil das nützt. Oder? Ja, wenn es nicht reicht, ist es deine Schuld. Das war klar. Dann hat er aber nur noch eine. Wenn die halt immer zwei muss. Vielleicht habe ich Glück, dass ich jetzt eine... Ja. Scheiße, das ist zu wenig wahrscheinlich. Aber dann gleich ein Erdbeben hinterher. Intensität ist nicht stärker als ein Erdbeben. Wow. Erdbeben, normalerweise. Wenn es Intensität 10 gewesen wäre, dann wäre er tot. Ja, jetzt ist er tot. Ja. Oh, nix. Okay, jetzt darfst du wechseln. Zu Dragoran. Wenn da jetzt noch... Er wollte jetzt... Nochmal. Oh, okay, dann nein, doch nicht. Der 2, okay. Direkt Erdbeben raushauen, oder? Nee, mach lieber direkt Intensität. Vielleicht... Okay, ansonsten macht er der Türtop genesen. Stimmt. Vielleicht habe ich Glück, dass er jetzt eine 8... Das ist ein Witz. Intensität 4, das ist echt... Das ist echt ein Witz. Okay, der hat jetzt auch höheres Level, wa? Er wird uns erbeben, das ist wohl nicht sehr effektiv. Das ist normal. Weil die trotzdem ziemlich gut machen. Ich hab zur Not Beleber. Bum. 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 Tschüss, wenn ich ein bisschen stärker gewesen wäre, dann. Ja. Aber gut, ich krieg's gut. Egal. Egal, scheiß drauf zu hören. Einmal nach dem Kampf. Also entweder im Dragoran und haust dann. Oder das. Hast du direkt keinen Dragoran draußen und nimmst halt Schweifini! Komm, Fini. Schweifini, weil Fini, das Fini. Ist Gesteinboden, also Eis. Fini, Fini. Also einfach hier Eisstrahl. So, jetzt ist er tot. Ich habe gelernt, Eis ist effektiv auf Boden. Kann das Arktos da irgendeine Flugattacke? Nee. Ja, okay, dann wechseln wir jetzt zu Dragoran. Außer der Knochenhonig. Nocturne. Ja, okay, wechseln wir zu Dragoran. Gut. Oh, jetzt muss nur hoffen, dass das Ding kein Eis-Hieb drauf hat. Schon? Ja. Kann. Felsgrab, Tempo-Hieb, Himmel-Hieb und Konter. Ja, okay. Ja, dann. Also, macht er Flügelschlag. Bei Himmel-Intensität hat der Dragoran voll überlevelt. Lol. Flügelschlag. Jetzt hat er noch ein Kickli. Kann das Eis-Hieb? Oder Eiskick, was ist damit? Nee, Durchbruch, Megakick, Gesichte und Fassade. Ja, okay, du kannst das gleiche machen. Das hat sogar noch weniger Verteidigung als... Nee, erst kommt Machomai. Ja, okay. Machomai hat... Das auskennen. Kreuzi, Protzer, Felsgrab und Grimasse. Ja, passt. Soll ich draußen lassen? Ja. Gut. Flügelschlag? Mhm. Okay. Und der war irgendwie einfacher jetzt als die andere da. Als die Olle. Schon tot. Oh. Grimasse ist nicht effektiv, glaube ich. Das macht nicht mal Schaden. Ach, ist nur Initiative stark, wenn genau. Citrobeere, ja. Ach stimmt. Ist das nicht so, dass die das Item denen dann gegeben haben oder so? Ja. Kreuzhieb jetzt. Nicht. Ist nicht. Nicht sehr effektiv. Okay, passt. So, jetzt ist er tot. Nee.
Dann hat er jetzt nur noch Kikli und Kikli sollte. Also wenn Kikli kein Eishieb hat? Ne, hat er nicht. Okay. Einfach Flügelschlag. Ja, passt schon, wa? Ja, passt. Dann können wir am besten hier direkt. Nicht wechseln. Direkt. Wartet mal kurz. Jo, da war nochmal meine Schwester. Aber jetzt sind wir wieder fertig und Kikli, angelehnt auf Bruce Lee, knockt schon auf Jackie Chan natürlich. Erstmal macht der Megakick. Passt schon. Es passt schon. Ja. Gut. Ja. Also Bruno war echt ein Witz. Na, als nächstes kommt. Da. Agathe mit Geist. Ja, Geistgift. Willkommen bei Liefer Lea. Ich bin erledigt. Doch ich die nächste Herausforderung wartet bereits. Ich guck nach rechts. Bei Smaragd war da doch erst immer nur so eine Treppe dazwischen, oder nicht? Ja. Speichern. Und da sah das Zeug auch schöner aus, finde ich. Ja. Die machen wir jetzt auch nochmal hinterher. Weil 6 Minuten für ein Part ist echt ein Witz. Ja. Außer man fängt Latios. Mit einem Pokéball im First Try. So. Kannst ja verlinken. Ja. Ich bin der Garten. Aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich euch sehr für dich interessiert. Dieser Altknacker Feuerstach und Geh. Aber das ist Jahrzehnte, Jahrhunderte hier. Jetzt ist er nur noch scheiße. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Cock. Naja, aber Pokémon wollen da auch dran, aber die dürfen nicht. Justin, ich zeige dir jetzt, wie man das richtig macht. Hey, Professor, ich komm mal her. Braucht einen Cook. Hilfe. Was ist das denn? Wie ist die denn drauf? Ja, weiß ich auch nicht. So komisch. Ich hätte vielleicht vorher heilen sollen. Der Mittelfinger in dein Gesicht. Ich hätte vielleicht vorher heilen sollen und alles. Ach. Lurak. Flambo passt, das weiß ich. Okay. Das hatte ich in gegen den Mittelfinger. Sollte passen. Also, ist normal effektiv. Gegen den Mittelfinger. Gegen das einfach den Mittelfinger in dein Gesicht. Ja. So. Also. Nein! Der Mittelfinger in dein Gesicht. Da kommt noch schon die ganze Faust hinterher. Komm, wenn das jetzt trifft, dann ist er tot. Ja. Ging er so. Dieses Ding vor allem auch mal mit diesem Game. Ja. Das kommt jetzt best of. Wenn ich eins mache. Glurak! Ja, Level 55. Also die Werte von Glurak sind geil. 55. Also nächstes wird Glurak in den Kampf gesteckt. Nee, jetzt doch. Wechsel mal zu Zapdos. Warum Zapdos? Weil Zapdos dagegen gut ist. Okay, du das. Wenn du Zapdos. Ja, sag ich. Dann mit Elektro-Ding da. Ja. Arthos wäre auch gegangen mit Eissporn, aber. Die ist ja egal. Psycho-Attack hast du nicht, ne? Nö. Dann. Ich hab Porygon rausgetan, der hätte Psycho-Attack gekonnt. Schockwelle! Ja. Volltreffer, dann wäre er tot gewesen. Bitte, wenn er mich jetzt vergiftet. Ja, wirst du. War so klar. Das war so klar, du kleine, fiese Scheiß-Agathe. Ne? Oh, Professor Reich. Ich guck. Nein. Schnell. Warum hab ich Ich muss noch mehr Koks sehen. Komm, Volltreffer. Komm. Verdammt. Volltreffer. Hey. So. Jetzt höre ich auf dich und sag, was du sagst. Okay. Du sagst, was ich sage? Ich tue, was du sagst, so. So. Arbok. Arbok. Also Cobra. Dickvieh ist tot, ne? Ja. Ja. Das bräuchtest du. Soll ich Zapdos lassen und Beleber einsetzen? Doppelleber?
Dann wollte ich ihn teilen. Ja. Scheiß auf den Top-Beleber. Ich hätte vorher heilen sollen. So werde ich halt dann bestraft. Den Top-Beleber finden. Oh. Ich hatte Top-Beleber, das weiß ich da. Jetzt ist der komplett voll, wa? Dann muss Zapdos jetzt halt was einstecken. Keine Stress, senkt nur die Verteidigung in 2 Stufen. Passt schon. Wenn. Ich hoffe, dass Diktro jetzt den Angriff überlebt. Ja. Gift ist nicht sehr effektiv gegen Boden und. Ja. Zur Not habe ich gegen Gift, glaube ich. Matschbombe, ja. Also ich werde 100% vergiftet. 30%. Passt schon. Erdbeben? Ja. Das ist ab. Okay. Würde ich sagen. So. Ja. Passt schon. Diktri hat die Hälfte verloren. Nee, also nicht. Dann. Geht gar nicht. Passt doch hier. Ja. Alkohol. Was soll ich? Machst du eigentlich lieber Gengar? Oder? Ja, das ist Geist und Gift. Hättest du jetzt Psycho? Ja, es ist Geist und Gift. Hier ist die Attacken. Okay. Das kann ein Alkohol-Horror-Blick, Fluch ist nur der Traum. Das mach jetzt irgendwas. Aber nicht Diktri. Gut. Soll ich dann einfach Glurak nehmen und dann Flammenwurf? Das passt schon. Play through them all! Muss Glurak nur einen Angriff aushalten. Und sich nicht verwirren lassen, möglichst. Ich denke, das passt schon. Das kann ich gar nicht verwirren, kann ich höchstens einfallen lassen. Hoffen, dass das nicht passiert. Dann fällt es ja auch ein One-Hit. War klar, dass ich jetzt einschlafe. Ja, vor allem hat das nur eine Trefferchance von 70%. Aber jetzt kann ich nicht angreifen, ne? Nö. Wechseln. Ja, wechseln wir einfach zu. Karak. Schweifini. Ja, war schon. Ein Eisstrahl und dann. Ja. Der nächste ist Wasser, wa? Ne, der ist ein Drache. Ja, aber da sind wir noch nicht. Jetzt hat der Top-Genesung eingesetzt. Ah, habe ich ein Glück. Die spielt nicht nach richtigen Pokémon-Turnierregeln, ja. Sleep Claws und so. Ist halt eine Bitch. Ich werfe ein Auge auf dich. Ich kann doch eh nicht fliehen. Was bringt das? Das heißt einfach nur, dass du mich auswechseln kannst. Achso. Egal. Ich an deiner Stelle hätte mich eher geheilt, also. Gengar. Ja. Lass ich jetzt den Gengar mit Spukballen, Matschbomben, so guten Hose und Matschmal. Ja. Draußen lassen oder? Ja, ja, draußen lassen, weil Dings da ist eingeschlafen. Einfach Eisstrahl. Verdammt, Matschbombe. Ah, ich hab mich, bin nicht verwirrt. Ah ne, nicht vergiftet, so. Was? Aha. 30%. Ja. Komm, mach mal einen Volltreffer. Nee, kein Bock. Ah, tot. Wenn es trifft. Ja, trifft, tot. Also Agathe, die war auch. Ja, die war schon ein bisschen anspruchsvoller als Bruno. Bruno war bisher der einfachste. Ja, am besten, du machst dich noch so lange, bis genau 15 Minuten ist. Dann haben wir wieder einen genau 15 Minuten Part. Ja. Wirklich, das ist ein ganz anderes Kind. Ja. Komm mal mit mir. Ich bin echt echten Phasen. Du hast gewonnen. Was der Professor meinte, das steht wohl bei Fickenfried. Hier stehen die voll und ganz zu. Ja. Setz den Weg fort. Und dann kommt die ganze Decke her und dann, ja, weiß ich schon. Stell mir klar. Da. Okay.
Ciao.